Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zurück zum LS22 Bildet 2 Projekt. Schön, dass ihr wieder mit einschaltet, schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist euer Commander Keule und ich fahre gerade dem Noah hinterher. Der ist hier nämlich schon fleißig am Tiefenlockern, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ich pflanze jetzt hier erstmal unser Sorghumhörse an. Wie geplant auf dem Feld 54 mache ich Sorghumhörse. Wir werden dann das große Maisfeld nutzen das nächste Mal, wenn es dann runtergehäckselt ist, für Weizen oder so. Weizen oder Gerste, eins von beiden werden wir da dann einfach drauf knallen. Und ja, dann schauen wir mal. Ich hoffe, der macht jetzt hier nichts kaputt mit seinem Tiefenlockerer. Wenn er das nächste Mal hier dran vorbeifährt, dass ich hier halt, mich doppelt und dreifach anpflanze. Aber ich denke, das hat der Noah hoffentlich auf dem Schirm. Und falls Noah dann doch hier wieder alles kaputt fliegt, dann weiß ich Bescheid. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht doch nochmal mit dem Unternehmer vorher telefoniere. Anden hier. Hallo Herr Anden, schönen guten Tag. Ich grüße dich. Ach, hier ist der Herr Hamati. Ja, Moment. Wieso weiß denn jeder, dass ich anrufe? Das ist ja eine Katastrophe. Ihr seht es doch hier in meinem Display auf meinem schönen Gabelstapler da. Ach so. Ich störe dich doch hoffentlich nicht bei wichtiger Arbeit. Nee, ich kann hier, ich habe Freisprechanlage. Ich kann nebenbei quatschen. Alles gut. Das ist hervorragend. Herr Hansen, ich habe eine wichtige Frage. Und zwar geht es gerade um meine Feldplanung. Ja. Und ich bin gerade am Überlegen, ich habe hier ja so eine riesen, schöne Fläche gerade leer. Ja. Und zwar 9,8 Hektar, relativ nah bei ihrer BGA. Ja. Jetzt bin ich halt am Überlegen, ob es in irgendeiner Art und Weise das Interesse besteht und was es am Ende des Tages denn vielleicht auch wirtschaftlich und natürlich auch für mich wirtschaftlich, nicht nur für die, sondern auch für mich, vielleicht an Interesse wäre, wenn ich die Fläche vielleicht mit Mais anpflante. Und dann wollen sie das als Häckselgut oder was verarbeiten? Ja, zum Beispiel. Damit mit ihrer BGA da auch Tönen irgendwie, ne? Ja, warten Sie mal. Häckselgut. Einen Moment mal. Ich habe ja für Sie noch wahrscheinlich in den nächsten Monaten einmal hier die 12, die ja direkt gegenüber ist mit 9,2 Hektar, auch mit Mais. Ne? Und vielleicht wäre es ja von Interesse, wenn ich Ihnen nochmal so eine schöne Fläche anbiete. Ja, das würde ja dann zur Silage verarbeitet werden. Ja, ich denke mal, oder können Sie damit noch irgendwas anderes anfangen? Nee, wahrscheinlich nicht, nee. Nee, also würden wir dann zur Silage fermentieren, sag ich mal. Mhm. Und dann hauen wir das in die BGA rein. Mhm. Genau, und da, wenn Sie jetzt, also der Höchstpreis liegt bei 340, wenn sie mir da entsprechend gute Qualität abliefern, würde ich auch sagen, können wir vielleicht auch höher gehen. Sollen wir mal gucken. Ja, okay. Das hört sich doch an. Ja, also 340, die 1000 ist der Höchstpreis. Und dann können wir mal gucken. Was machen die denn mit den Nebenprodukten eigentlich, die so erhalten, daraus so Gülle oder Gerät, besser gesagt? Ja, da sind wir aktuell noch in der Klärung. Wahrscheinlich werden wir daraus dann zukünftig Dünger produzieren, dass sie das wieder auf die Felder ausbringen können, dass wir das quasi geschlossen haben, den Kreislauf. Ah, okay, super. Ja, das wäre natürlich interessant, weil wenn man das natürlich auch wiederverwerten kann, das wäre natürlich noch besser. Genau, das ist der langfristige Plan. Okay, dann lassen Sie das doch einfach so machen. Ich werde jetzt hier meinen Premium-Mais anpflanzen und dann kriegen wir dann da so was getaukelt. So machen wir das. Dann wollen Sie da eine große Häckselkette nämlich mal irgendwann haben, ne? Genau. Gibt es denn da eine Möglichkeit, ich weiß ja nicht, ob die auch einen Mitarbeiter haben, dass wir da vielleicht dann zu zweit wenigstens dann Mais bei Ihnen irgendwie reinbringen? Ansonsten würde ich hier einen der anderen. Ja, ich denke, das lässt sich einrichten. Da können wir, kriegen wir was organisiert. Okay, super. Das wäre natürlich gut. Na, wenn super. Sie da nicht fragen. Also, kostet natürlich was, aber das klären wir dann. Ja, das kriegen wir dann bestimmt geregelt. Genau. Ne? Okay, dann würde ich Sie nochmal anrufen, wenn es dann soweit ist. So machen wir das. Alles klar, vielen Dank, schönen Tag noch. Ja, ebenso, tschüss. So, also die 340 würden bestehen bleiben. Das ist natürlich echt nicht viel, ne?
Wie viel Mais würden wir denn, also wie viel Silage würden wir denn von dieser Feldfläche hier runterholen? 9,8 Hektar. Lohnt sich das mit Mais? Ach, ich bin mir da echt nicht so sicher, ne? 9,8 Hektar Mais häckseln. Da sind so, wenn wir eine Mille runter, wenn wir jetzt einfach mal eine Mille rechnen würden, dann würden wir so 340.000 nachher kriegen, ne? Für die Silage. Ja, komm, das lohnt sich. Das lohnt sich, glaube ich. Ich würde sagen, das lohnt sich. Hallo? Hallo, Noah, bist du das? Ja, da bin der Noah. Da, Noah, super. Wie fährst denn jetzt dir? Machst du hier noch ein, fährst du noch einmal außen rum oder fährst du jetzt hoch runter oder wie ist der Plan? Ich fahr hoch und runter. Hoch und runter, super. Dann warte ich jetzt noch einmal, dass du eine Bahn gemacht hast und dann würde ich direkt hinterher sehen. Oh, okay. Na, und wenn dir das doch irgendwie zu eng ist oder so, dann kann ich noch eine Bahn warten. Das überlasse ich jetzt dir. Okay. Okay? Ja, nur nichts gemacht, nur fahren hoch und runter. Noah fährt jetzt nur noch hoch und runter, okay. Ja. Dann fahre ich jetzt gleich auch nur hoch und runter. Okay. Ansonsten kommt gut zurecht, ja? Ja, komm ich hoch und runter, fahre nichts anderes. Hoch und wieder runter, hoch. Okay, und dann runter. Fahren wir jetzt beide hoch und runter. Okay. Und ich lasse dir doch noch eine Spur Zeit, sonst machst du ja das, was ich jetzt anpflanze, wieder kaputt wahrscheinlich, oder? Das ist so richtig. Okay. Hoch und wieder runter. Gut. Okay. Und bitte. Ja, Noah, wenn was ist, dann einfach durch, ne? Funkst du an hier. Na klar. Wenn du Pause brauchst, Pipi oder so und ein bisschen Curry oder so essen musst, dann sagst du Bescheid. Nein, hoch und runter, hoch und runter. Nicht drin bleiben, Chef, dann meckern. Ja, Chef kriegt ja nichts mit, wenn ich hier bin. Alles gut. Okay, hoch und runter. Wie schnell fährst du, Noah? 12, was? 12, 12, 12 km/h. Ach, 12 km, okay, dann fahre ich auch 12 km, okay, Noah? Hoch und runter. Wir fahren hoch und runter 12 km. Ich mach sogar nur 11, dann machst du ein bisschen Vorsprung. Okay, ja, mach dein. Okay, machen wir so. Ja. Bist du so lange hier in der Ostsee unterwegs? Na, ich bin gekommen, also vor der halben Jahr, dann habe ich angefangen bei Lohnunternehmen. Vorher war ich auch auf die Grote fahren mit viel Kohle. Und ja, jetzt bin ich hier und war dir John. John dir? Ja, der Chef hat immer gedacht, immer hoch und runter, die Kunden glücklich machen. Hoch und runter, ja, okay. Ja, hoch und runter, die Kunden glücklich machen, alle glücklich, Chef geht. Nur alle richtig machen. Wenn ein Kunde glücklich, dann natürlich auch Chef glücklich und Noah glücklich, weil Noah Geld kriegt, ja? Ja, Hauptstadt nur hat Essen und Money und hoch und runter. Wie lange machst du das jetzt schon? Das hoch und runter? Ein halbes Jahr jetzt schon bei LU drin. Ein halbes Jahr bist du schon bei LU? Ein halbes Jahr. Okay, und dir macht das Spaß, ja?
Ja, gibt da bessere Jobs, aber hoch und runter ist immer gut. Da kann nur nichts falsch machen. Das ist natürlich gut. Ja. Weil dann kann der Chef nicht meckern, wenn nichts falsch, der Kunde meckert nicht. Hoch und runter, alles fein. Wenn er das jetzt hier vernünftig macht, dann werde ich deinem Chef sagen, dass du der beste Mitarbeiter des Jahres bist. Oh, das ist aber toll. Und dann kann ich zurück nach Pompadour und oh, das geht doch richtig toll. Bei euch sind Kühe das Heilige, oder? Ja, Kuh heilig. Kuh waren nicht gegessen. Also sind wir jetzt beste Freunde, wenn ich sage, ich werde einen Kuhstall bauen? Wenn du Kuh essen? Nein. Dann sind wir Kumpels. Dann mag Noah dich. Ich werde doch keine Kühe essen, hallo? Nein, du magst in der Milch. Ich mache Milch, genau. Oh, die Milch ist immer gut. Die Milch ist lecker für den Noah. Magst du Milch so pur von einer Kuh oder wenn die nachher dann hier eher erstmal ein bisschen abgekocht ist? Nee, nichts abkochen. Direkt von Kuh aus Euter. Du legst dich da runter und da. Ja, da hat die Mama dabei gebracht. Hat die Mama so beigebracht? Ja, die Mama hat gedacht, du musst direkt unter Kuh, das ist die frische, die beste Milch überhaupt. Und da hast du gesagt, mach ich. Ja, du nur den auf dem Rücken unter Kuh. Musst du aufpassen, weil die Kuh, wenn du kalte Lippen hast, die Kuh dir eine Knall mit dem Fuß. Ist das so? Ja, denn manche Kühe sind da ein bisschen kitzelig an die Ulter. Das ist natürlich nicht gut, ne? Und dann macht er aber das ist gut, nur kann das ab und dann macht nur trinke die Milch. Okay. Ja. Dann ist ja gut. Ja. Wenn du sagst, dass du das kannst und dass alles gut ist, dann ist ja alles gut. Das ist so, ja. Wird aber einen süßen kleinen Trigger, nur den großen Trigger in dir, John. Ja, ich hab nur so einen kleinen Messi. Kennst du Messi? Matschi Vogelten kann ich haben wir in Bombolacadea auch. Wo? Kommst du her? Bombolacadea. Bombolacadea. Ja, es ist ein kleiner Ort in Indien. Bombolacadea. Kenn ich nicht. Muss man das kennen, oder? Nein, wie gesagt, Trigger, stehen geblieben, die Sau. Es ist ein kleines Dorf in Indien. Nur der Noah kommt daher. Hast du eigene Kuh gehabt da? Ja, der Noah hatte eigene Kuh. Was ist mit der Kuh passiert? Ist weggelaufen. Weggelaufen? Ja. Also Kühe sind ja in Bombolacadea, also in Indien können die Kühe laufen, wo die wollen. Und der Benita hatte, Benita hieß ja die von der anderen, von Ranjit. Also, weiß nicht mehr, wie der heißt. Martina war das. Martina hat dann gesagt, oh, da hinten ist ein Bulle, der mit der Bulle geht ganz einfach so spazieren Richtung, oh, jo, und dann war Martina weg. Nein. So. Ist Martina mit dem Bullen durchgerannt? Ja, die durchgerannt. Ich weiß nicht, wohin die durchgerannt sind, aber weg waren die. Alter. Und jetzt? Na, hab ich keine Kuh mehr. Und dann bin ich weggegangen von Bombolacadea und bin hier auf Ostseeküste gelandet, bei LU. Und LU macht dich glücklich? Ja, ne? Nur kann hochfahren, hoch und runter. Hoch und runter. Kann man eigentlich machen, nichts falsch. Bei hoch und runter sowieso nicht. Aber warum immer nur hoch und runter? Hat Tef gesagt, im Kreisfahren ist doof, oder? Im Kreisfahren ist Sprit sparen nicht gut, weil du musst immer, der Kreis wird immer kleiner und der Trecker strengt dir immer mehr an. Und der alles gut. Geht weiter. Oh, mein Trecker hat Husten. Ja, mein Trecker macht auch gerade ein bisschen Husten, sag ich dir. Oh, weil der Diadrom mit der Berg hoch und da hat er ein bisschen zu tun. Da hat der Bergziege. Ach nee, der ein Hirsch. Und warum bist du jetzt hier auf die Küste? Ich bin hier an der Ostseeküste, also ich habe ja so ein Treiben gekriegt. So. Das war so ein Bewerbungsding, wo man sich bewerben konnte und man hier
Also, das ist hier so ein kleiner Contest, irgendwie einen Hof wieder aufzubauen. Und wer dann den schönsten Hof sich gebaut, aufgebaut hat, der kriegt hier irgendwie so einen tollen Preis. Ah, okay, da kann ich auch von Bob an der Kante, wer hat die schönste Blechhütte? Schönste was? Die Blechhütte. Blechhütte? Ja, da hab ich doch gesagt, Blechhütte. Okay. Habt du da mitgemacht? Nein, der Mama hat mitgemacht. Der wer? Mama. Ja. Hat Mama gewonnen? Weiß nicht, ich bin vorher abgehauen, weil Martina die blöde Kuh weg ist. Also, warten die Worte, blöde Kuh. Ja, ich sag's dir. Das ist wirklich eine blöde Kuh, wa? Ja, einfach abgehauen mit so alten Bullen. Habt ihr das Herz gebrochen? Ja. Das ist natürlich nicht schön. Martina war mein Nal und alles. Wirst du gut bezahlt dabei, deinem Lohner? Ja, klar. Ich kann mich kaufen Essen, ich habe Strom, ich kann kaufen Wohnung. Hab sogar ein Fernseher, eine Wohnung, Flatcreme. Hat der eine Kuh für dich? Nee. Ja, wir sind den Lohner dann nehmen. Wir haben keine Kuh. Was würdest du sagen, wenn ich dir sage, ich hätte für dich vielleicht auch einen Job und du, ich hab dann Kühe und du kannst sogar gerne dir eine Kuh aussuchen oder von mir aus auch alle Kühe? Ich weiß dann nicht, ob ich erkundigen darf, also bei meinem Chef und dann bei dir anfangen, weil dann muss ich erst fragen. Und wenn der Chef sagt, das geht nicht, dann ist das scheiße, weil dann hat nur keinen Job mehr. Na doch, du hast ja dann bei mir einen Job. Ach so. Also selbst wenn er sagt, das geht nicht, sagst du, wieso? Er bezahlt mich doch auch und ich krieg bei ihm auch dasselbe wie hier. Sogar eine Kuh und extra. Ja, man kann ja mal den Chef kann man ja mal fragen, aber der Chef ist immer streng und sagt, Noah, du sollst machen hin. Du musst den Arbeit in der Feld, weil der Lohnunternehmen braucht Geld. Siehst du, und da bin ich ja schon ganz anders. Ich würde sagen, Noah, wenn du heute Lust hast zu arbeiten, arbeiten war, hast du heute keine Lust, willst du dich um die Kühe kümmern, dann kümmere dich um die Kühe. Aber du hast immer Bock zu arbeiten. Na siehst du, dann haben wir doch gar keinen Stress. Aber ich denke gerade, du machst die Vorgewände, ne? Ich fahre jetzt hier das Vorgewände einmal, ja, dann brauche ich nämlich nicht immer so dicht an den Rand fahren. Das ist aber scheiße, dann muss nur jetzt mal an der Vordergewände der Gerät haben. Ja, nee, alles gut, also wenn du da 2-3 Millimeter, Zentimeter, Meter da irgendwie reingehst, alles gut. Oh. Okay. Ich habe nur ein bisschen mehr Auslaufpuffer dann zum Rand hin. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe das total. Ist das Musik bei euch? Na, das war die alte Volkslied für die Kuh. Weil die Kuh ist der Heilige. Kenn ich nicht. Der Kuh ist der Heilig, weil es eine heilige Kuh und der Mutter hat eine Lied singen, da bringe die Kuh immer viel Milch. Und dann kann man die Milch trinken. Wie ist das bei euch, wenn die Kühe dann irgendwann mal alt werden und irgendwann mal sterben, was macht ihr dann? Dann feiert Noah ein heiliges Fest mit der Kuh, dann ist Noah traurig, weil der Kuh dann tot. Dann singt Noah ein trauriges Lied und macht da eine Beerdigung für der Kuh. Das ist natürlich traurig. Ja, aber irgendwann ist für jeden die Zeit vorbei, auch für die Noah. Ja, auch für die, ja, das stimmt. Auch für den Herrn Hammer, die da in dir. Du hast einen blöden Namen. Wieso? Hammerstell. Hammerstiel. Ja, das ist genau dort, wenn, und wie heißt denn dein Frau? Axtiel? Ein kleiner Chat von die Noah. Zurzeit habe ich noch keine Frau Hammerstiel, aber ich arbeite dran. Aber wie wird denn mit die Frau Pfanne, keine Ahnung, Pfanne? Ach, du meinst die Frau von Pfannerich? Ja, da bin ich doch, die Frau von Pfanne. Die hat einer nach Pfanne, glaube ich. Oh, das ist aber so was, sagt man aber nicht. Wieso? Die Frau ist genauso wie die Kühe, die sind genauso heilig. Heilig? Ja, na, die Frau bringt der Kind. Der Frau, deswegen ist die Frau bei dir heilig. Ja, die setzt ja die Kinder in die Welt, also in die Leben. Und da hat ja, aber die kann doch auch ohne uns kein Kind in die Welt setzen. Warum ist die dann heilig? Was bin ich denn dann, Priester?
Nein, du denn sein ein Duchbulle. Ein Duchbulle? Ja, weil du machen ja die also ich weiß ja nicht, ob deine Mama dich aufgeklärt hat, wie das funktioniert mit die Kinder machen. Ich bin Duchbulle. Naja, ich weiß ja nicht wieder, also in Indien ist das so, da kannst du haben vielleicht ein paar mehr Frauen als nur eine. Aber ich wollte keine Frau und weil Martina der blöde Kuh abgehauen, bin ich nach LU. Du darfst mehr als eine Frau haben? Ja. Glaube ich doch zumindest. Noah? Ja? Ich wünsche dir noch viel Spaß. Okay. Ich werde die Seemaschine jetzt stehen lassen. Ich werde mit dem Trecker jetzt erstmal zum Flughafen fahren und ich fliege nach Indien. Was bist du denn? Okay. Du bist ein kleiner Lümmel. Also bist du da doch in der Zuchtbulle. Nee, wenn ich dann mehr als eine Frau haben darf, dann werde ich auch zum Zuchtbullen, ja. Ah, da glaubst du Frauen, also Frauen, oh, wenn du haben eine, schon anstrengend. Wenn dann haben zwei, noch anstrengender. Wenn du haben drei, oh Gott, renn weg. Wieso? Wie viele Frauen hattest du? Ich hatte keine, weil der Martina der blöde Kuh ist weggerannt und dann habe ich auch keine gesucht, also keine Frauen. Dann habe ich gesagt, die Martina will, also mag den Noah nicht mehr, dann geh. Wie ist es denn mit dir und der Frau Pfannerich? Ich hab die noch nicht kennengelernt. Ich hab nur gehört, dass die ein ganz schön zicken sein. Ah! Ja. Und dann wunderst du dich, warum ich sage, nee, die hat einen an der Pfanne. Ja, aber wenn die Frau Pfanne schon so ein Zicken, warum du denn fahren nach Indien und drei Zicken haben wollen? Ja, vielleicht hast du ja Glück, dass eine von denen nicht ganz so durch ist. Ja, aber dann machst du immer noch Minus. Dann hast du zwei Zicken und eine Nicht-Zicke. Ja, dann brauchst du dich mit den Zicken nicht treffen und mit nur die Nicht-Zicke. Ah, so ein Ding. Das ich verstehe. Dann die Zicken, die sind ja nicht Dauerzicken. Die werden ja auch irgendwann mal ein bisschen handzahm sein. Und genau dem Moment musst du abpassen. Dann gehst du zu der, die eigentlich sonst am Ticken ist. Und dann bist du halt bei der, die nicht am Ticken ist. Dann ist ja der Vorteil von so vielen Frauen, habe ich jetzt verstanden, oder nicht? Na, das verstehe ich. Ja, okay. Du hast halt immer die Wahl, wer ist heute tickig. Hand eben, okay, du bist heute nicht dran. Ach, so ein Ding ist das. Doch super, oder nicht? Na, habe ich so noch nicht gesehen, weil ich kümmere mir lieber um die Kuh. Na, siehste. Wie sieht das jetzt aus? Du kriegst bei mir eine Kuh? Was zu futtern? Ein Schlafplatz? Dann musst du leider klären mit meinem Chef. Ja, ist kein Problem, warte, ich rufe den mal kurz an. Okay, ich warte hier. Von Rüssel, guten Tag. Schönen guten Tag, Herr von Rüssel, hier ist der Hammerstiel. Hallo, Herr Hammerstiel. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie, Herr von Rüssel. Erzählen Sie mir bitte erst die schlechte Nachricht, weil ich sitze gerade noch auf dem Traktor. Die schlechte Nachricht ist, Sie müssen sich einen neuen Mitarbeiter suchen. Ja, eines meiner leichtesten Übungen. Dann kommt die gute Nachricht, ich habe Ihnen den Noah abgekauft. Gut. Wenn Sie das wollen. Ja, also er war sofort hin und weg, als ich ihm erzählt habe, dass ich Kühe auf dem Hof bald haben werde. Ja, ja. Und ob er dann nicht vielleicht über einen Dopfdeckel nachdenken wollen würde. Dann hat er gesagt, oh, das hört sich super an. Aber das müsste der Chef entscheiden. Aber Hammerstiel, jetzt muss ich mal eine ganz doofe Frage stellen. Haben Sie denn eine dementsprechende Ausbildung bzw. einen dementsprechenden Schein, dass Sie Mitarbeiter beschäftigen dürfen? Wieso Mitarbeiter beschäftigen? Der soll nur auf dem Hof sich um die Kühe kümmern. Ja, da müssen Sie ja aber ein eigenes Unternehmen haben. Und dann wieso muss ich ein eigenes Unternehmen haben? Wenn ich jetzt hier zum Nachbarn gehe und der noch einen Helfer braucht für seine Kühe, dann hat der ja auch keinen Schein dafür. Das ist ja dann aber Schwarzarbeit. Das ist ja dann nicht offiziell angestellt. Er kriegt ja auch kein Geld dafür. Dann ist es ja nicht rechtens. Wieso ist das nicht rechtens? Weil das Schwarzarbeit ist. Ist es nur rechtens, wenn der Geld kriegt? Genau.
Also, die wollen mir sagen, nur wenn der Geld von mir kriegt, rechnet, dass er sich um meine Kühe kümmern darf. Genau. Und was ist, wenn er das freiwillig macht, weil er ein Hobby... Ja, wenn er das freiwillig nach seiner Arbeitszeit im LU macht, kann er das gerne tun. Aber er möchte ja gar nicht mehr im LU dann arbeiten. Dann muss er das ja erstmal mit mir klären. Also muss er doch zu ihm selber gehen? Er muss erstmal zu mir kommen und dann werde ich ihm das erzählen, dass er das nicht zu machen hat, weil er eine Kündigungsfrist von einem halben Jahr hat. Und dann sehen wir weiter. Boah, dann kriegen wir doch bestimmt noch was anderes regeln. Was muss ich ihnen denn zahlen, damit du da aus einem halben Jahr vielleicht einen Tag machen? Das geht leider nicht. Das ist vertraglich geregelt, dass der ein halbes Jahr hat. Und wenn ich da gegen verstoße, bekomme ich auch eine vor den Deckel. Ein halbes Jahr bedeutet also, der müsste noch bis, wir haben jetzt Oktober. Bis April. Bis April? Ja. Ja, das kriegen wir hin. Ist doch gar kein Problem. Okay, wenn Sie das wollen. Na, das kriegen wir hin. Dann werde also, ich das dann, ihm mal so mitteilen. Ja, das können Sie gerne machen. Ich werde ihm so mal die gute Neuigkeit geben, dass er bei mir arbeiten kann. Arbeiten. Bei mir auf dem Hof rumpimmeln kann. Ja. Und, ja. Im halben Jahr dann nicht mehr für die unterwegs sind. Okay, dann machen Sie das mal. Wie lange ist er denn schon bei Ihnen? Er ist jetzt ein langer Mitarbeiter. Er wird schon, warte mal, muss ich mal mein Dokument gucken. Warten Sie mal ganz kurz. Der Noah ist jetzt seit knapp einem Jahr bei uns. War vorher in einem anderen Lohnunternehmen beschäftigt, in Elm Creek. Und ist jetzt hier mit, sag ich mal, von dem Lohnunternehmen mit rübergekommen. Ah, dann ist er auch gar nicht mehr in der Probezeit, ne? Ne, in der Probezeit ist er auch nicht mehr, ne. Schade. Das wäre natürlich jetzt das Einfachste gewesen, ja. Wa? Ja gut, nee, dann weiß ich damit Zeit. Dann werde ich ihm so mal die Ruhe kund übermitteln und den Rest können Sie ja dann intern klären, wa? Genau, so machen wir das. Okay, super. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, Noah, hörst du mich wieder? Ja, hört super. Jetzt hab grad mit deinem Chef telefoniert. Oh Gott, nee. Jetzt, kein Problem, hat er gesagt. Also, du hast ein halbes Jahr Kündigungsfrist. Ja, genau. Halt ab April im kommenden Jahr kannst du dann gerne bei mir auf dem Hof mitmachen. Da kann man, also hat die Chef gedacht, dass die Noah so einfach geht. Der hat gesagt, ist gar kein Problem, wenn wir das wollen, dann macht er das so. Der Chef mag die Noah nicht. Nein, das, um Gottes Willen, natürlich mag er den Noah. Aber der hat sich halt gedacht, was den Noah glücklich macht, macht ihn halt auch glücklich, wa? Ja, Vater, ja, man meint ja schon. Eine total glückliche Welt. Aber okay, wenn der Chef den Noah nicht will, dann geht der Mutter Noah kündigen, dann ist der Noah ein halben Jahr bei der Hammerstiel und der Frau der Axtstiel. Das sieht er. Okay, da hat er kein Problem. Ja, dann machen wir das doch so. Wir machen das so. Dein Chef hat auch gesagt, der wird das nachher dann mit dir nochmal bequatschen und dann kriegt er das hin. Alles klar, dann muss ich nachher nochmal mit dem Chef quatschen. Genau. Und dann kannst du den Chef ja fragen, ob er dich wirklich nicht mag. Aber das hat dich jetzt nicht so angehört, als würde er dich nicht mögen. Ja, ich verstehe das schon. Was denn? Alles gut. Ich hab nur gelacht. Ach, du bist am Lachen, ach so. Weil der Noah dich freut. Und kann der Noah mir sagen, warum ich mich schon wieder verfahren hab? Weiß ich nicht. Okay. Aber ist kein Problem, ich fahr einfach außen rum. Der Noah hat auch kein Problem. Aber du musst da aufpassen, weil aktuell sind hier viele komische Menschen in dem Dorf. Wieso? Weiß ich nicht. Ich hab da so keine das Gefühl, da immer so viele Menschen, da fahren immer so viel herum. War das vorher nicht so? Ja, der Dorf war viel ruhiger, wie er noch nicht da war. Da hat er nur hat gemacht, hat mit seinem Trecker da hoch und runter, hat er überall der Wilden gemacht und dann kam der Herr Fässer, dann kommt der Herr. Warte mal, wie hieß der nochmal? Schwarze Gans, weiße Gans, ach nee, Schneegans. Dann kam die Frau Pfanne, also die Pfanne. Dann kam der Herr Hammerstiel mit seiner Frau der Axtstiel. Oh, der Noah muss mal eine Pause machen. Noah, mach mal Pause. Wir machen sofort weiter, wa? Ich mache eine Pause, okay. Ich muss ja sowieso kurz erstmal Dartgut holen. Mach mal Dartgut holen.
Machen wir hart gut. Gut, okay. Ja, Jungs und Mädels, das war's dann erstmal mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Bisschen Noah ausspannen, mal gucken, ob das funktioniert. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht, was ich da jetzt ins Rollen gebracht habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Däumchen raus, Abo raus. Ich finde, es ist auf jeden Fall Knülle, was Buddy da macht. Und freue mich auf die nächsten Folgen mit ihm. Kuss auf die Nuss, liebe ich raus. Tschö mit Öl.